Wie kann ich The Cycle Frontier downloaden? Wo bekomme ich das her? Einfache Frage, die uns jetzt schon ein paar Mal gestellt wurde. Einfache Antwort. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Spiel runterzuladen. Und zwar geht's los am 8. Juni 2022. Das ist ein Mittwoch. Es wird keinen Pre-Download geben. Das heißt, am Mittwoch könnt ihr dann direkt das Spiel downloaden. Ihr braucht keinen speziellen Access, keinen Beta-Key, keinen Zugangs-Key. Es ist kostenlos auf allen Plattformen. Und zwar fangen wir mal an mit Steam. Auf Steam gebt ihr einfach oben in die Suchleiste ein Cycle und seht dann als erstes Ergebnis ganz oben The Cycle Frontier. Hier habt ihr momentan jetzt noch einen Wunschlisten-Button, also einfach runterscrollen auf Wunschliste und das Ganze verändert sich dann am Mittwoch in den Download-Button. Ihr könnt es kostenlos runterladen, ihr braucht keine Vorbedingungen, einfach loslegen. An dieser Stelle noch zu erwähnen, am 8. Juni starten auch die, werden die Starterpakete freigeschaltet. Das sind Pakete, wo es Aurum gibt und Gold. Also Aurum ist für die Versicherung, also für eine Ingame-Versicherung, um ein paar Items versichern zu können. Und Gold ist dann für den Battle Pass, zum Freischalten. Das sind Dinge, die man relativ schnell im Game auch erspielen kann. Also so eine Art Bonus für Leute, die sich halt ein bisschen was gönnen möchten. Aber es ist, wie gesagt, sehr schnell auch Ingame erspielbar. Und es werden in diesem Starterpaket Waffen sein. Auch diese Waffen sind Early-Waffen, also werden auch sehr schnell erspielen können. Aber es ist eine kleine Hilfe für diejenigen, die ein bisschen Geld investieren wollen. Wir werden sehen, ob das Ganze auch hier dann zu finden sein wird. Wahrscheinlich auf jeden Fall in-game. Dann über die Steam-Seite dann zu kaufen ab dem 8. Der Battle Pass selber ist dann erst 2 Wochen später erreichbar. Und zwischen dieser Preseason, also am 8. Juni Preseason, die geht 2 Wochen lang, bis hin zur Season 1, wird durchgezockt. Das heißt, es gibt keinen Wipe. Also der Progress aus den ersten 2 Wochen wird übernommen in die Season 1. Ich startet also schon das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte dann von Cycle Frontier und das letzte Mal eher gesagt, bereits mit einem gewissen Progress in die Season. Die zweite Möglichkeit, das Spiel runterzuladen, ist hier und zwar im Epic Store. Epic bietet das Ganze auch an. Wir geben hier mal Cycle ein und dann seht ihr hier das ganz interessant, The Cycle, nicht The Cycle Frontier. Das liegt daran, weil The Cycle früher schon mal released wurde im Epic Store unter dem Namen The Cycle. Das war sozusagen der Vorgänger von The Cycle Frontier. Es war damals ein Battle Royale. Aber wenn ihr drauf drückt, ihr seht, ihr kommt auf The Cycle Frontier. Auch hier rechts Basisspiel demnächst. Das wird dann zum Download-Button am Mittwoch. Ihr könnt es jetzt auf die Wunschliste setzen. Und auch hier werden dann sozusagen diese In-Game-Starter-Pakete erhältlich sein. Wer möchte, ich habe übrigens einen Creator-Code, natürlich zigzerig. Wer an mich denken möchte, wäre super, super lieb. Macht euch keinen Stress, aber ja, Creator Code haben wir auch. Ansonsten genießt es, am Mittwoch loszulegen. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Bis dahin werde ich mir noch überlegen, was ich Schönes machen kann an Guides, an Erklärungen. Wir werden auf jeden Fall die Tierliste machen. Die Waffen werde ich euch auf jeden Fall zeigen, vor Release möglichst. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich noch bringen kann vor Release und natürlich zum Release und am Anfang, haut es mir gerne in die Kommentare rein. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ansonsten hoffe ich, ja, dass ihr den Download-Button findet. In dem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und sauber, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.